Wir müssen ja auch hier im Norden noch die Diebeslager finden. Hier gibt's, die gibt es nämlich garantiert hier irgendwo. Bannstrahler. Aber nur einer. Das ist dann... Das muss das Lager sein, von dem die Hexe gesprochen hat. Es scheint nur eine Wache zu geben. Lasst uns sie beobachten und an ihr vorbeischleichen, wenn sich die Gelegenheit ergibt. Damit ersparen wir uns unnötiges Blutvergießen. Das ist ein einzelner Soldat. Was soll der uns schon tun? Augen zu und durch. Wir werden den Kochtopf aus dem Lager geschafft haben, bevor sein Körper den Boden berührt hat. Okay, er hat uns schon gesehen. Hat er jetzt die anderen alarmiert oder... Okay. Finte, Wuchtschlag. Blitz dich, Find. Candidus. Und Fulminictus, auf den der aussieht wie der Hauptmann, weil der am stärksten aussieht. Ein Schwert, ein Wort. Sprich ich von. Balsam. Forax. Mein Atem geht ruhig. Balsam ist fehlgeschlagen, okay. Ich versuche mein Bestes. Na, diesmal hat er geklappt. Das bin ich. Mein Atem geht ruhig. Tja, das war dann doch kein einzelner Bannstrahler hier. Jetzt lustig, dass wir diese Kisten zerschlagen müssen. Sprich. Bei Kisten öffnen, hä, wie geht das? So, dann nehmen wir denen noch Geld und alles ab. So, jetzt haben wir hier einmal eine Kröte. Wir uns nicht ansehen können und einen verhexten Kessel. Auf den ersten Blick ein schlichter Topf, berührt man ihn aber, durchfährt einen ein leichtes Kribbeln. Man könnte fast meinen, er sei mit Astralenergie geladen. So. Ich bringe Saphira den Hexenkessel. Ich habe den Kessel, jetzt muss ich nur noch Saphira zurückbringen. Sie wartet sich ja schon sehnlichst darauf. Ja. Aber erst einmal... Vor allem, wie kommen wir hier drüben hin? Und ja, hier oben gibt es auch noch jede Menge zum Erkunden. Nee. Okay, hier sind wieder Ronkers Handlanger. Ich versuche mein Bestes. Bei Angriffsbahn. Ein Schwert, ein Bock.
Okay. Jetzt bin ich dann aber doch langsam voll. Oh, die hacken schon auf den Baum ein. Arquatus. Für Ardo. Ein Zwerg, ein Wort. Lass das mal frei an. Na klar. Gladys hat noch Munition, ja. Du hast aber keine Munition mehr, jetzt brauchst du doch wieder. So, der Einbeersaft hatte ich erstmal vor dem Tod bewahrt. Jetzt bist du doch umgefallen. Okay. Okay, der Bandstrahler hat's in sich. Okay. Ja. Erstatte Jasmine-Bericht. Die soll Jasmine-Bericht, dass die Bäume keine, dass den Bäumen keine Gefahr mehr droht. Sprich, Freund. Du verarzt jetzt erstmal Vorgrim. Und Bolzen. Okay. Ich frage mich aber gerade wirklich, wie... Achso, hier ist ein Durchgang. Aber ja, Bolzen zu dir. Verbände zu dir. Und wir können bald nichts mehr... Wirklich bald nichts mehr tragen. Muss ich wirklich ein paar Sachen mal zu Vorgrim rüberlagern. So, weil wir gucken uns jetzt erstmal auch hier fertig um. Machen Sie ja jetzt einfach mal ein Quicksave mal wieder. Gut um, ob hier nicht noch geheime Truhen oder so rumfahren. Weil das hier sieht schon nach einem ziemlichen Geheimort aus. Oh, hier kommen wir mal wieder ans Hellerenlicht. Ach, wie schön.
Frage mich aber gerade wirklich, wo das hier hinführt. Ach, zu einem Hexenaltar. Hier gibt es sehr viele eitrige Krötenschemel noch. Sammeln wir die mal ein. Hab zwar immer noch kein tolles Gift oder so gefunden. Wofür ich die bräuchte. Monument brodelt schon etwas. Ja. Ayla, now. So, und hier ist noch irgendwo einer. Gut. Das heißt, wir haben hier oben mal alles abgesucht, denke ich mal. Und wir müssen jetzt den Weg wieder zurücknehmen. Ein großes Lagerfeuer und Hexenmonumente. Und das ist der Hexentanzplatz. Gut, wieder etwas Tageslicht. Das heißt, wir gehen einmal so hier rum, bringen ihr das Ding und dann gehen wir hier oben mal lang. Aber wie gesagt, uns fehlen auch immer noch die beiden Räuber, Hauptmänner, von denen wir am Anfang erfahren haben, dass es sie gibt. Die Handlanger von denen, davon haben wir ja schon einige gefunden. Ja, hier kommen wir durch. Ist auch irgendwie interessant, dass die Bandstrahler ein oder so viele Abseitslager haben. Oh, Feuermoos. Aber ja, ich mag dieses Spiel. So, mal einen Kommentar, während wir hier spielen, weil ich eigentlich die meiste Zeit nur auf die Story beschäftigt bin.
oder halt darauf, was wir so machen. Oh, sehr viele Wölfe.